So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Formel 1 2018. Dieses Mal im Online-Modi und mit Craxy und Deftrap. Die beiden sind jetzt einfach in-game, also man sieht es hier gerade, die sind in-game, die werden wir jetzt nicht hören oder ähnliches. Und ja, wir fahren in Bahrain. Ja, geiler Typ. Und alles. Was machen die da vorne? Eieieiei! Junge! Natürlich musste ich Deftrap noch tanken. Okay, bis jetzt läuft es ganz okay. Geiler Typ! Wer hat sich jetzt hier das halbe Gebiss rausgeschlagen? Irgendwer! Kann es nicht sein lassen! Sechster bis jetzt. Ist der Deftrap rausgeflogen? Ja, oder? Ja, ich hoffe, es geht klar, dass heute Formel 1 kommt, weil eigentlich wollte ich ein anderes Game bringen, weil ich mir dachte, okay, zweimal Formel 1 hintereinander könnte vielleicht ein bisschen viel sein oder vielleicht ein bisschen nervig für den einen oder anderen Zuschauer. Aber ja, wahrscheinlich nächste Woche wird irgendetwas anderes kommen und ja. Die haben sich hier wieder geprügelt. Hier kann ich ein paar Plätze aufholen? Ja, oder? Ja? Wurde ich Dritter? Die haben Craxy mitgenommen, oh nee! Oh nee, der Arme! Ist dem hinten einer reingefahren? Ja, oder? Ich fahr jetzt mal Mercedes, komm. Und go! Los, los, los! Ah, ich hasse es, wenn es regnet, ich hasse es. Ich sehe gar nichts! Nur, dass da wieder irgendwer halb rumgereicht. Ja, ich werde auch rumgereicht. Und dass irgendwer da rumgereicht wird. Ja, ich habe eine Strafe bekommen, warum auch immer. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, geiler Typ! Mann, ich liebe es. Ja, der Wagen, der denkt sich auch noch so. Ja, okay, das war's mit dem Rennen eigentlich fast schon für uns. Ja, viel erwarten darf man jetzt hier definitiv nicht. Gelbe Flagge. Wir wurden in einer Kurve einfach so dermaßen weggefickt, wie keine Ahnung was. Hier sind aber ein paar DNFs passiert. Die haben es jetzt irgendwie auf den 8. Platz geschafft. Nicht hinterfragen, einfach mitnehmen. Wenn die sich vorne anficken, dann kann ich vielleicht noch einen Platz gut machen. Mehr aber, denke ich, ist definitiv nicht mehr möglich. Okay, der 6. Platz, der könnte noch drin liegen. Okay, doch, der Platz, der liegt definitiv noch drin, weil der fährt wie ein Betrunkener. Ich habe jetzt ein ganz böses Gefühl. Entweder der lässt mich durch, oder der wartet nur, bis ich neben ihm bin und dann haut er mich weg. Ich glaube, der hat irgendwie keinen Flügel oder sowas. Weil der muss irgendeinen Grund haben, damit er so schlecht fahren kann. Wir könnten Deftrap ganz eventuell auch noch überholen. Aber ich rechne jetzt mal nicht damit. Ich glaube aber auch fast schon, dass Deftrap irgendwo einen Schaden am Wagen hat. Also ich denke, wenn wir mehr Runden fahren würden, dann würde ich ihn bekommen. Ja, eben. Dafür haben die Runden dann leider nicht mehr gereicht. Ja. Sechster geht klar. Dafür, dass wir gefühlt aus dem Leben gefickt worden sind, geht das definitiv klar, denke ich. Ah, Craxy ist DNF'd. Ungültige Runden. Warum? Wo bin ich denn da bitte raus? Ja, okay, komm, dann parkieren wir mal den Wagen. Also, das letzte Rennen für heute. Ich glaube, das könnte extremst nervig werden, allein weil wir so weit hinten sind. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Auskuppeln, grünes Licht. Das ist Spaß. Wollte nicht losfahren. Eieiei. Mann! Ja, Junge! Der fährt hier Rally. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Die spielen Rally hier. Hilfe! Warum krieg ich... Die spielen offensichtlich Rally. Der Kommentator, der kommt ja gar nicht hinterher. So viel wird so viel passiert, Mann. Junge! Das war Deftrap. Ich wurde gedreht! Wir ziehen eine alternative Strategie. Ja, geiler Typ, Junge! Willst du die Strategie ändern, extremst geiler Typ, extremst geiler Typ. Ich bin halt echt so ein Alonso. Ich werde immer zu... Ja, komm. Ja, ich fahre jetzt rückwärts das ganze Rennen. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Als könnte ich was dafür. Ja, Posten, weg mit dir. Also, dass der Wagen noch ganz geblieben ist, das ist gefühlt das größte Wunder, das es in dem ganzen Rennen bis jetzt gab. Ich wurde von überall geschlagen, ich wurde von überall getreten, Deftrap war gefühlt eine Zeit lang in mir und der Wagen ist noch komplett, nur die Flügel waren weg. Ja, also ihr seht ja, ich werde jetzt bald überrundet, also
Ich glaube, in dem Rennen wird jetzt ehrlich nichts mehr passieren. Wir werden wahrscheinlich bis zum Ende vorspulen. Falls irgendwas Wichtiges passiert, werde ich das natürlich drin lassen, aber erwartet jetzt hier nicht zu viel. Er hat die Session aufgegeben, was ist mit dem passiert? Jetzt einfach noch die Runde zu Ende fahren und dann bin ich auf jeden Fall vor Craxy, das ist das Wichtigste. Okay, wir werden den Typen so safe überholen. Die Frage ist nur, wird er uns das überhaupt gönnen oder wird er uns mit sich ziehen? Weil dass der fährt wie ein Besoffener, das muss ich glaube ich nicht zeigen. Weißt du was, sie kürzen jetzt einfach hier ab. Komm, 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 komm. Nein, schade. Okay. Das war's mit dem Rennen. Wir haben immerhin Craxy noch überholt, weil der ist nämlich DNF'd. Und ja, das war's auch mit dem Video. War leider jetzt wirklich gefühlt eine Schlägerei mit Baseballschlägern. Ist halt aber einfach, ja, Formel 1 Online. Was soll man anders sagen? Meine Safety-Wertung ist runter. Ja, kann ich irgendwo verstehen, irgendwo aber auch nicht. Also wenn jetzt hier nicht wirklich... Ja, die sind alle mit einer D-Safety-Wertung hier, bis auf den ersten. Das sind, ja, also ich sag's ja, das ist einfach eine Schlägerei mit Baseballschläger auf Formel 1 Wagen, aber ja. So, und weil ich mir gedacht habe, dass das Video vielleicht ein bisschen kurz sein könnte, wer möchte mich wieder drehen? Weil ich mir, wie gesagt, gedacht habe, dass das Video vielleicht ein bisschen kurz sein könnte, habe ich jetzt deswegen diese Runde hier noch angehängt und Craxy hat hier gerade mal einen rausgehauen. Ja, mein Qualifying, um ehrlich zu sein, war komplett scheiße. Ich bin zweimal fast rausgeflogen. Deswegen habe ich da einen Haufen Zeit verloren, aber ich glaube, das sollten wir jetzt im Rennen vielleicht ein bisschen besser machen können, auch wenn ich jetzt definitiv nicht der beste Fahrer bin, so. Und ja, Frankreich, eigentlich einer meiner liebsten Strecken, aber man muss halt auch einfach ehrlich sein, ich bin jetzt nicht so der beste Fahrer und ich habe keine Ahnung, wie viele Leute hier mitmachen. Ich bin auf jeden Fall schon relativ zufrieden damit, dass ich jetzt... Ist der eine da quer durch die Mitte? Ja, oder? Also ich muss sagen, ich bin schon relativ zufrieden damit, dass ich jetzt hier eigentlich so verhältnismäßig weit vorne mitmachen kann. Und es bis jetzt auch nicht so aussieht, als würde ich gleich einen Unfall aufgebraust bekommen. Ich habe, by the way, keine Setup-Einstellung oder ähnliches. Also ich fahre hier mit dem ganz normalen Einstellungen so. Da ist irgendwas ist am Drehen. Okay, keine Ahnung, was jetzt da passiert ist. Aber der hat auf jeden Fall gedreht wie ein Fidget Spinner. Ist der gerade ein Geist? Ja, oder? Ja? Lol. Warum das jetzt? Also der erste ist extremst krass so, der ist mega gut mit dabei, der fährt extrem gut, muss man sagen. Mich wundert es gerade aktuell, dass ich wirklich Dritter bin. In Frankreich ist irgendwie immer ein dritter Platz für mich drin, das finde ich nice. Und wir haben auf Craxy aufgeholt, ne? Es waren vorhin noch irgendwie 2,2 Sekunden, jetzt sind es nur noch 1,7 oder so. Was macht denn der da? Ja, nein, 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 nein! Oh, schade! Ich hätte ihn fast noch gekriegt. Egal, passt. Dritter. Also ich und Craxy beide sehr, sehr gut auf der Strecke gefahren, muss man sagen. Ja. Ich starte jetzt irgendwie als Vierter, warum auch immer. Ich bin in die Wand gefahren, aber nehme ich gern mit so. Das Ding ist halt, ich habe vorhin extra noch diese Strecke hier trainiert. Craxy kann die auch relativ gut so. Und gerade wir beide haben jetzt in der gefailt. Das finde ich schon irgendwo, ja, amüsant, sagen wir es mal so. Ja, den platze ich mir gerne. Ist hier da ein Unfall verursacht oder was? Also das Ding ist, so wie ich mich kenne und mein Glück in den Rennen, wird es jetzt so sein, dass irgendeiner von denen gefrustet sein wird und mir hinten reinfährt und mich dann dreht. Weil als Zweiter lassen die mich das Teil sicher nicht beenden. Das Ding ist halt, ich darf gar nicht auf die Map gucken. Ich darf gar nicht gucken, wer mir wie nahe ist und keine Ahnung was, weil sonst werde ich nur nervös. Och Junge, bitte nicht... Bitte lass jetzt nicht wieder so eine Schlägerei ausarten. Dive Bomb geht immer. Aber sowas von immer. Ui, das war gerade noch drin. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel High Quality Content. Oh, den hast du rausgehauen. So verdient. So dermaßen verdient. Ich guck jetzt gar nicht auf die Minimap. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel ihn das gerade gekostet hat. Aber das ist so verdient. Der ist mir gerade reingefahren. Du dummer Hurensohn!
Mann! Ich hab's doch gesagt! Ich hab's am Anfang doch Ich hab's am Anfang sogar noch gesagt! Junge, akzeptier einfach, dass du schlechter fährst aktuell! Ich sag ja auch nicht immer, dass ich... Mein Gott! Ja, geil, der haut mich dann noch aus. Ey, das... Also entweder... Ich lasse den Typen ins Ziel, oder er wird mir in der letzten Kurve sowas von reinfahren. Weil der ist sauer, das spüre ich, das spüre ich. Da habe ich ein Gespür für. Ja, guck das an, guck das an! Du dummer Hurensohn! Ich hab's doch sogar noch gesagt! Meine Fresse, Mann! Ja, verdient, das DNF. Der ist mir doch so hart da hinten reingefahren! Junge, das war so nötig! Ja, komm, ich fahre jetzt hier über jede Streckenbegrenzung. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich hoffe, der Typ ist zufrieden. Ich hoffe, er hat seine Mission erfüllt. Ich hoffe, er ist zufrieden, komm. Craxy habe ich irgendwie nicht gesehen, das ganze Rennen lang. Keine Ahnung, ob der DNF ist oder ähnliches. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Wir werden es jetzt aber gleich sehen. Und ja, ich fahre jetzt einfach hier raus. Das juckt mich jetzt nicht. Wir wurden jetzt Fünfter. Meine Safety-Wertung geht jetzt natürlich runter. So, ich würde jetzt sagen, das war's jetzt wirklich mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls ihr Mitleid habt mit meinem Unfall am Ende, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao!